Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf eurer Webseite diese Anzeige einblenden könnt, damit eure Leute sehen können, wie viele Videos ihr gemacht habt, wie viele Views ihr gemacht habt oder wie viele Abonnenten ihr auf eurem YouTube-Kanal habt. Wer mehr darüber erfahren möchte, bleibt dabei. Jetzt geht's los. Ja, wie bereits gesagt, heute zeige ich euch, wie ihr so eine Webseite machen könnt, wie ich hier gerade eingeblendet habe, wo man sieht, wie viele Views, wie viele Abonnenten und wie viele Videos ihr auf eurem YouTube-Kanal habt. Ja, und so nebenbei zeige ich euch natürlich auch, wie ihr das Skript anpassen könnt, damit ihr zum Beispiel direkt in einem Livestream diese Anzeige hier einblenden könnt. Und das ist live, das ist gerade das, was ich heute am 14. Dezember 2021 habe. Also fangen wir doch gleich mal an. Ja, wie ihr wisst, wenn ihr Daten aus YouTube oder sonst einem Dienst abziehen möchtet oder anzeigen möchtet, dann müsst ihr meistens eine sogenannte API verwenden. YouTube hat auch eine und die ist oder die sieht sehr kompliziert aus und ja, bis man es durchschaut hat, könnte man da Probleme bekommen. Aber heute zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr das Ganze machen könnt, damit ihr diese Anzeige auch auf eure Webseite einbauen könnt. Also wie gesagt, es gibt ja diese Webseite hier unter developers.google.com YouTube V3 und da sieht man eigentlich, wie die ganze API-Sache funktioniert und was man da alles machen kann. Und hier seht ihr, wenn man eine spezielle URL abschickt, übers Internet natürlich, dann bekommt man dann so eine lustige Antwort und da muss man dann die Daten rausfischen. Und dafür verwende ich heute PHP. Also wenn ihr irgendwie eine Python-Lösung sucht, dann seid ihr hier gerade in diesem Video falsch. Tut mir leid. Ja, und bevor wir Zugang haben zum Google API, müssen wir natürlich unter console.cloud.google.com, ich werde natürlich die URLs unten im Blogbeitrag ebenfalls verlinken, müsst ihr zuerst ein Konto machen. Ich zeige euch jetzt gleich, wie das geht. Also ich werde jetzt hier reingehen und ein neues Projekt erstellen. Ja, und dann gehe ich hin und erstelle jetzt einfach mal einen Projektnamen. Ich habe ihn jetzt Demokonto YouTube genannt und klicke hier auf Erstellen. Und jetzt habe ich eigentlich bereits, wie ihr sehen könnt, das Projekt erstellt und es wird mir hier gerade generiert. Nun klicke ich hier auf Projekt auswählen. Das ist eigentlich nichts anderes, als hier oben bei diesem Dropdown-Menü das entsprechende Projekt auszuwählen. Und jetzt kann ich eigentlich hier in die Bibliothek reingehen und mir die YouTube API auszusuchen. Also ich gebe jetzt hier YouTube ein und schicke es ab und jetzt sehe ich hier diese drei APIs, die zur Verfügung stehen. Und im heutigen Video brauchen wir eigentlich nur diese YouTube Data API V3. Das reicht eigentlich. Also klicke ich hier drauf und klicke dann hier auf Aktivieren. Jetzt wird eigentlich die API aktiviert, heißt ja so, dauert ein paar Sekunden und dann steht hier, es ist aktiviert. Bis das Ganze wirklich läuft im System, dauerte es so 5 bis 15 Minuten. Also relativ schnell. Ja, aber damit wir die API anzapfen können, müssen wir natürlich noch spezielle Passwörter generieren. Also müssen wir hier die Anmeldedaten aktivieren. Ich habe jetzt einfach hier drauf geklickt. Jetzt seht ihr hier, ist die API-Schlüssel, den brauchen wir. Jetzt klicke ich hier auf Anmeldedaten erstellen und API-Schlüssel. Ja, nachdem ich drauf geklickt habe, ploppt dieses Fenster auf und hier ist eigentlich der API-Schlüssel, den ich brauche. Den muss ich jetzt in einem Textfile abspeichern und den dürft ihr nicht weitergeben. Der ist wirklich geheim und für jede Sache, die ihr macht, müsst ihr diesen Schlüssel dann einblenden. Also der ist geheim, nicht weitergeben. Und dann kann ich einfach auf Schließen klicken. So, jetzt habe ich wieder mein Dreamweaver geöffnet, mein Lieblings-Code-Editor und jetzt müssen wir ein bisschen PHP, CSS und HTML machen. Wie immer, den entsprechenden Quellcode werde ich natürlich unten verlinken, aber jetzt gehen wir Schritt für Schritt durch. Also als erstes mache ich jetzt einfach mal die kurze HTML-Seite. Ich nehme jetzt einfach hier mal YouTube Data und dann können wir eigentlich das gleich mal loslegen. Im oberen Teil lege ich jetzt den PHP-Code an. Ihr wisst ja, wie das geht, ihr könnt den einfach reinkopieren oder selber eintippen.
Also als erstes brauche ich hier natürlich die Channel-ID und dann brauche ich den API-Key. Also als erstes mache ich jetzt den API-Key rein. So. Und dann müsste ich hier jetzt diesen API-Key, den ich habe, hier eingeben. Da ja geheim ist, habe ich jetzt einfach mal blub, irgendwas eingetippt. Das funktioniert natürlich nicht. Ich werde ihn nachher ersetzen und auch verstecken, damit ich ihn nicht immer beim Videoschneiden zensieren muss. Also so, und dann kann ich natürlich noch die Kanal-ID eingeben. Auch da muss ich das Ganze dann eingeben. Und wie finde ich die? Ja, ich muss da kurz bei YouTube reingehen unter Einstellungen und dann habe ich meine Channel-ID. Am einfachsten geht es so, indem ihr bei eurem Kanal ins Dashboard reingeht, dann unter Anpassen, dann allgemeine Informationen und hier habt ihr die Kanal-URL und dieser Schluss hier, dieser UC, Underline, was auch immer bei mir, das ist meine Kanal-ID. Also die müsst ihr nehmen und dann auch im Dreamweaver reinkopieren. So, jetzt seht ihr, ich habe es hier eingegeben. Nun könnt ihr natürlich noch das Ganze abspeichern, sollte man ja regelmäßig machen, mache ich hier auch. Und ja, dann machen wir weiter. Ja, wie ihr jetzt sehen könnt, ich habe jetzt das Ganze mit Include gemacht. Ich habe die Channel-ID und die API-ID habe ich jetzt in einem separaten File eingebaut, damit ich es nicht immer hier wieder, wie gesagt, zensieren muss, denn ich darf ja diese ID nicht weitergeben. Ja, und jetzt können wir eigentlich gleich mal weitermachen. Ja, wie ihr hier auf dieser Dokumentationsseite von der YouTube API nachlesen könnt, müsst ihr eigentlich diese URL nehmen und sie entsprechend erweitern, damit ihr an diese Information könnt hier. Und ja, hier seht ihr die Befehle, die man hier noch eingeben kann, damit die API weiß, was sie euch antworten muss. Ja, dann können wir doch gleich mal loslegen. Und zwar werde ich jetzt API Response eingeben. Also ich muss ja die API-URL irgendwie abschicken können und das mache ich mit File Get Contents. Und dann muss ich da natürlich noch die ganze URL definieren und abschicken. Und die URL, die kopiere ich jetzt einfach mal rein. Jetzt habe ich sie einfach mal eingefügt. Also wie ihr sehen könnt, das ist die API-Aufruf-URL. Also ich habe jetzt hier Statistik, Part Statistik-ID, die Channel-ID und hier den API-Key, den ich ja vorhin definiert habe, eingegeben. Und den schicke ich jetzt eigentlich direkt übers Internet zum YouTube-Server und er antwortet mir dann, ob ich Zugriff habe oder nicht. Ja, und jetzt muss ich natürlich die Antwort bearbeiten oder verarbeiten und das mache ich mit diesem Befehl API Response Decode. Das ist einfach der Variablename und dann muss ich das hier eingeben. Und da müsst ihr einfach schauen, dass das hier und das hier beide Variablen die gleichen Namen haben, damit dieser Befehl hier, dieser JSON Decode, das Ganze übersetzen kann. Ja, und am besten schauen wir uns mal kurz, wie so eine Antwort aussieht, direkt mal im Browser an. Ich werde jetzt kurz die URL umwandeln. Ich werde jetzt hier wieder die Channel-ID eingeben und den API-Key. Ich werde es natürlich zensieren, hahaha. Und dann seht ihr, was geantwortet wird. So, also ich habe jetzt einfach die URL genommen, ich habe die entsprechenden Codes eingebaut und dann einfach mal einen leeren Browser-Tab geöffnet und einfach die URL reinkopiert. Jetzt seht ihr, das ist eigentlich die Antwort, die mir jetzt geliefert wird. Hier seht man den YouTube-ID, das ist intern etwas, das könnt ihr ignorieren. Und hier seht ihr View Count, also ich habe jetzt 374.000 Views bisher auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe 1610 Abonnenten und ich habe 429 Videos in diesem YouTube-Kanal. Und jetzt muss ich eigentlich mit PHP nur noch rausfinden, wo das Ganze versteckt ist. Also wo ich diese Daten hier auslesen kann. Also das wäre hier unter Items, da muss ich Statistik ausgeben, da muss ich View und dann bekomme ich das. Klingt jetzt furchtbar kompliziert, ich zeige euch das gleich, wie das im PHP aussieht. Ja, und jetzt können wir gleich mal den Code hier erweitern und ich suche jetzt mir einfach mal Subscriber. Count und dann kann ich eigentlich gleich mal das anlegen, also API Response Decoded
Ja, und jetzt das noch eingeben, also wie gesagt, Item Statistics Subscriber Code, und dann habe ich das eigentlich drin und jetzt kann ich das mit den anderen drei auch machen. Ich habe jetzt einfach mal das Copy-Paste genommen. Ihr müsst mir ja nicht zuschauen, wie ich da am Tippen bin. Also ihr seht, es ist eigentlich immer gleich und Items, 0, Statistik und dann sind die entsprechenden Werte hier. Und die sind jetzt hier in dieser Variablen drin. Jetzt könnten wir die natürlich gleich anzeigen, indem ich einfach mit Echo arbeite. Ihr kennt das. Also ich mache jetzt einfach mal... Ja, und jetzt könnt ihr das abspeichern und auf euren Server hochladen, der natürlich PHP kennen muss, und dann könnt ihr diese URL abrufen und dann seht ihr Folgendes. So, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt das Ganze mal im Browser aufgerufen und hier wird mir das angezeigt, diese 1660 Abonnenten, diese 429 Videos und diese 375.000 Views, die ich habe. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch mit ein bisschen CSS das Ganze ein bisschen designen. Ja, und als erstes werden wir hier natürlich einen Container erstellen, div class Container, damit das Ganze ein bisschen zusammenpasst. Und jetzt hier drin kommt eine neue Klasse, ein neues Div hinzu mit dem Button. Div Class, und dann nenne ich einfach ihn Button, ganz fantasielos. Und jetzt kann ich eigentlich hier dann die Zahl eingeben, die ich hier haben möchte. Also ich nehme jetzt das dreimal, ich habe drei Befehle oder drei Variablen, also werde ich das dreimal anzeigen. Und jetzt machen wir das Ganze einfach so, indem ich hier jetzt die Subscriber eingebe, das wäre diese Variable. Und die kann ich ja einfach wieder mit Echo hier eingeben. Und damit ich aber weiß, um was es hier genau geht, werde ich natürlich da am Schluss noch Abonnenten hinschreiben. Abonnenten. Und jetzt kopiere ich das gleich einfach mal, setze es hier und hier ein. Als nächstes werden wir die Views nehmen, also hier View Count, und dann nehme ich hier Views. Ihr könnt es auch ansehen, Ansichten oder Besuche nennen oder was auch immer, ist ja egal. Und dann werde ich hier noch die Video Counts nehmen, also Videos. So, und jetzt hätten wir das eigentlich, aber ich möchte ja am Anfang hier noch ein kleines Icon haben, wie ihr jetzt gerade sehen könnt, so Auge oder Person oder so, was auch immer, und das wäre mit Font Awesome drin. Ihr erinnert euch, ich habe schon mal ein Video gemacht, wie man Font Awesome mit HTML verknüpfen kann, und darum werde ich das jetzt ganz einfach mal überspringen, und sonst werde ich ein weiteres Video unten verlinken, wo ihr das sehen könnt. Also ich habe mir jetzt bei Font Awesome drei Icons ausgesucht, die ich jetzt hier einfach mal kurz reinkopiere. Ja, und jetzt können wir eigentlich mit CSS loslegen. Hier oben kennen wir auch bereits Style, und hier drin legen wir los. Als erstes werde ich natürlich den Abstand oben deaktivieren. Das wäre mit Margin 0 und Padding 0 schnell gemacht. Als nächstes kommt der Body dran, also der Hintergrund der Seite. Ich werde ihn jetzt einfach mal mit Background Color Doppelpunkt eine Farbe auswählen und dann gleich weitermachen. Als nächstes kommt der Container. Ich möchte ja, dass das einfach mal schön eingemietet ist. Also mache ich jetzt einfach mal Container und dann mein berühmtes mit Top Left und Transform Translate. Ganz einfach. Position absolut. Dann haben wir hier Left und dann mache ich hier 50%. Natürlich einmal abschließen. Top 50%. Dann Transform. Translate und jetzt hier minus 50, Komma, minus 50, Komma. Und Display Flex haben wir ja schon öfters verwendet. Hier natürlich auch noch ein Minus.
Ja, und als nächstes definieren wir hier den Button. Ich mache ihn jetzt einfach mal zum Testen ganz einfach. Button. Wir haben ja jetzt einen dunklen Hintergrund, also muss ich kurz die Zahl hier noch schön schreiben. Also mache ich jetzt einfach mal Font Color, respektive Color, einfach mal ganz weiß. Und jetzt lade ich das in den Server hoch und dann zeige ich euch das Resultat. So, wie ihr jetzt sehen könnt, hier habe ich die Zahlen drin, 16, 10 Abonnenten, 354.000 Views und 429 Videos. Und jetzt können wir eigentlich das Ganze noch schön designen. Ja, und als erstes mache ich einfach mal Background Color rot. Ganz einfach, ihr könnt da natürlich noch eine Hexzahl eingeben. Ich nehme jetzt einfach das Wort. Dann mache ich einen Rand, respektive ich blende den Rand aus. Border None. Ja, und da mache ich den Abstand mit Padding noch schön. Ich nehme jetzt einfach mal 15 Pixel und 32 Pixel. Die habe ich mir ausgesucht. Die könnt ihr dann entsprechend anpassen. Jetzt schaue ich, dass der Text immer im Button in der Mitte ist. Das geht ja mit Text allein Center. Dann mache ich Text Decoration None. Als nächstes muss ich den Display noch schön machen, dass alles immer drin ist, also Inline Block. Und als nächstes noch die Schriftgröße. Ich habe mir jetzt hier 20 Pixel ausgewählt. Margin mache ich auch noch mit 4 Pixel zu 2 Pixel und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch den Cursor definieren. Ich habe ihn jetzt mal mit Pointer ausgewählt und jetzt hätten wir das Ganze. Ich lade das wieder auf den Server hoch und dann schauen wir uns das Resultat an. So, und so sieht das Ganze aus, aber wie ihr sehen könnt, Font Awesome ist noch nicht verlinkt, also muss ich das auch noch kurz machen. Ja, und das macht man am einfachsten, indem ich jetzt das CDN oder die CDN-URL nehme. Ich blende sie einfach hier mal kurz ein. Ihr seht das Font Awesome CDN Pro und da, wenn ich das abgespeichert habe, jetzt wird eigentlich dann die Icons angezeigt. So, und jetzt müssen wir das natürlich noch ein bisschen schöner machen hier, vielleicht noch die Größe anpassen und das zeige ich euch auch noch gleich, wie das funktioniert. Wie ihr hier sehen könnt, die Gemeinsamkeit von diesen Befehlen hier, von diesen Klassen, wäre eigentlich hier einmal fast, das habe ich zweimal drin, und einmal V. Also werde ich hier die als Gemeinsamkeit definieren. Also das wäre fast, V, und dann habe ich beide Klassen hier erfasst und hier kann ich dann das Ganze noch definieren. Ich werde jetzt hier kurz noch Font Size nehmen, damit ich hier eine schöne Größe habe, und Color nehme ich ebenfalls weiß und da könnt ihr dann das Ganze auch anpassen. Und ja, jetzt können wir das hochladen und hätten alles. So, und das wäre eigentlich die ganze Hexerei. Jetzt habt ihr ein Skript, das ihr eigentlich in eure WordPress einbauen könnt, in eure Webseite einbauen könnt oder wie auch immer. Jetzt seht ihr aber, hier oben haben wir noch die alten Befehle. Die muss ich natürlich auch noch ausblenden und dann zeige ich euch noch, wie ihr den Hintergrund durchsichtig machen könnt. Also ich bin jetzt wieder hier drin. Jetzt muss ich natürlich diese Echos hier wieder ausblenden. Jetzt kann ich sie einfach löschen. Jetzt sind sie weg. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, wie ihr einen Hintergrund durchsichtig machen könnt, damit ihr es zum Beispiel bei OBS oder eCam einblenden könnt. Und das wäre eigentlich hier gemacht. Beim Body habe ich hier eine dunkle Farbe ausgewählt. Und jetzt kann ich das einfach ersetzen und mache es mit RGBA-Code. Ihr wisst, das sind diese drei Zahlen, jede Farbe ist mit RGBA, also drei Zahlen definiert. Wenn wir das mal kurz ausprobieren, dann sehen wir hier unten 201, 36, 38 wäre diese Farbe. Und ja, jetzt kann ich eigentlich einfach mal weiß auswählen. Und jetzt habe ich hier weiß, weiß, weiß und 1 bedeutet, es ist voll sichtbar. Und damit es durchsichtig ist, werde ich jetzt einfach das als 0 definieren. Natürlich hier am Schluss noch ein Abschnitt. Und jetzt habt ihr eigentlich einen durchsichtigen Hintergrund. Wenn ihr das Ganze in einem Browser anschaut, dann seht ihr, es ist einfach jetzt mal weiß. Aber jetzt ist eigentlich der Hintergrund durchsichtig und jetzt könnt ihr die URL nehmen und als Widget Overlay bei eCam Live einbinden oder auch als Browserquelle bei OBS
so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. So sieht dann das bei mir aus. Das kann ich dann ein- und ausblenden, so wie ich es will. Ich kann es positionieren, ich kann wirklich damit rumspielen und in meinen Videos, in meinen Livestream anzeigen. Ich bin immer wieder überrascht, dass es so wenig YouTuber gibt, die diese Daten auf ihren Webseiten veröffentlichen. Ich habe auch gesehen, dass es viele gibt, die gar keine Webseite haben. Überrascht mich immer wieder, denn ich finde das eigentlich sehr schöne Zahlen, die man ruhig seinen Zuschauern zeigen darf. Ja, in diesem Fall überlege ich mir sogar, daraus mal kurz ein WordPress-Plugin zu machen. Wer Interesse daran hat, kann es einfach mal unten reinschreiben. Und ja, ich werde dann das Plugin machen und euch ein Demo zukommen lassen. So, jetzt sind wir am Ende von diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr seht, ihr müsst ein bisschen mit PHP rumprobieren und eure API auslösen und vor allem aktivieren. Wie das funktioniert, habe ich euch, glaube ich, hier gut genug erklärt. Wenn ihr aber eine Frage dazu habt, beim Code oder beim Auslösen des API-Codes, dann meldet euch bei mir, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Vielleicht muss ich das Ganze noch ein bisschen besser und ruhiger erklären. Könnte ja sein, dass ich jetzt gerade ein bisschen zu schnell war. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, wie immer. Ich bin angewiesen auf ehrliches Feedback und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss damit, ciao.